Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr hier seid. Heute gucken wir uns gemeinsam ein neues Survival-Spiel an, was heute rausgekommen ist. Und zwar nennt sich das Ganze Winter Survival, ist gerade in Steam verfügbar für 22,49 € und ist Early Access. Also, wer von euch auf Survival-Spiele steht, ist damit wahrscheinlich richtig gut bedient. Aber wir gucken es uns natürlich jetzt gleich mal an. Aber jetzt genug geredet, wir starten ins Let's Play. Viel Spaß! So Leute, wir sind hier im Startbildschirm. Ich hoffe, die Lautstärke passt erstmal so. Und ja, was können wir jetzt hier alles machen? Wir haben natürlich verschiedene Einstellungen. Wir können das Spiel beginnen. Hier bei Wii Spielen zeigt es uns halt quasi ein Tutorial an. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir gehen voll ins Risiko. Dann Spiel laden. Da sind dann alle Speicherstände drin, so wie es aussieht. Profil. Hier können wir uns ein neues Profil anlegen. Dann haben wir natürlich die verschiedenen Optionen wie Gameplay, Audio, Grafik und so weiter und so fort. Dann haben wir hier natürlich die Autoren und unter Aufhören können wir das Spiel beenden. Aber wir möchten natürlich ein Spiel beginnen. Willkommen beim Winter Survival. Beim Early Access können kleine Probleme, Fehler oder sogar Abstürze auftreten. Um in solchen Fällen eine schnelle Reaktion unsererseits zu gewährleisten, verwenden Sie das Meldetool. Bla 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 bla. Ja, weiter. Welchen Spielmodus nehmen wir denn? Ich denke, wir nehmen Geschichte. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Da können wir jetzt zwei Sachen auswählen, und zwar den Entdecker. Leichterer Kampf mit automatischem Aufspießen und geschwächten Raubtieren. Wetter und Statistiken sind nachsichtiger und erlauben längere Reisen. Weniger stressiges Gameplay, aber nicht weniger unterhaltsam. Oder den Überlebenskünstler. Gefährliche Raubtiere und unbarmherziges Wetter stellen deine Überlebenskünste auf eine harte Probe, bevor du loslegst. Solltest du mit dem interaktiven Leitfaden wie Spielen beginnen. Okay, ich würde mich jetzt für den Entdecker entscheiden, für den Anfang. Wählen Sie Handeln. Also die Übersetzung ist anscheinend noch nicht so gut. Einführung, Akt. Ich weiß nicht, starten wir mit der Einführung? Ich denke schon. Versuche immer die Blutung mit einem Erste-Hilfe-Set oder einem Verband zu stoppen. Wenn du die Blutung vernachlässigst, wird sie zu einer Wunde. Und das war jetzt zu schnell. Ah, wir sind also schon drin. Halten T für fokussieren. Aha. Wenn ich jetzt nach hier schaue und T drücke, dann schwenkt er immer wieder zu diesem Tisch mit diesem komischen Telefon, welches wir jetzt mal benutzen werden. Yo, it's me, Joel. Hey, ich bin's, Joel. Ich mache einen Ausflug mit Mike. Willst du mitkommen? Klar, warum nicht? Super, ich hole dich morgen ab. Danny, come and feel it. Danny, komm und fühle es. Honey, I'm waiting. Schatz, ich warte. Was ist denn das für eine strange Einführung? Oh, sie ist schwanger. Okay. Hallo, Holzpuppenschatz. Did you feel it? Hast du es gefühlt? Natürlich. Wonderful, isn't it? Wundervoll, nicht Danny? Wahr? Danny, do musst you du wirklich gehen? Danny, what the hell? Danny, was zum Teufel? Steh auf und hilf uns. Okay, also irgendwie... Grab that stick. Schnappe den Stick... den Stick schnell. Okay, machen wir... Hinter dir. Okay. Jetzt hören wir nur die Wölfe heulen. Alles wird gut. Einfach atmen. Just breathe. Machen wir. Ah, das ist also Joel. Are you hurt? Bist du verletzt? No. Nein. Gut, erinnerst du dich an die Höhle? Geh dorthin und versteck dich. Ich werde nach Mike suchen. Das geht nicht. Allein komme ich da nie hin. Du wirst es schaffen. Lass einfach das Radio an. Ich werde dir sagen, was zu tun ist. Neue Quest. Überliste das Rudel. Geh durch die Büsche. Tipp, bleib in der Hucke, wenn du dich zu einem anderen Busch bewegst. Das ist leise. Drücke die Leertaste, um neben einem Felsen zu klettern.
so vielleicht? Ja. Und dann müssen wir... Drücke C, um dich im... Fuck. Oh, Scheiße, Wölfe. C im hohen Gras hält dich von... C im hohen Gras hält dich vor Tieren verborgen. Okay, los. Stützen wir da ab? Nee. Oh, da sind die Wölfe. Nein, C. Oh Gott. Jetzt muss ich... Du weißt, was zu tun ist. Ja, bin schon auf dem Weg. Da ist der Wolf. Können wir uns hier lang sneaken irgendwie? Weiter durch die Büsche. Ja, alles klar. Diese Bastarde versperren den Weg. Lenk sie ab. Siehst du die Träder? Versuch sie zu verscheuchen. Drücke G, um Schnee aufzuheben. Oh, da ist ja ein Wolf. Kann ich jetzt hier drinnen Schnee aufheben? Halte die rechte Maustaste, um zu laden, und drücke sie links, um ein beliebiges Objekt zu werfen. Wirf den Schneeball auf die Krähe. Ach so, ja, welche Krähe? Welche Krähe? Ach, da oben. Mein Gott, bin ich blöd. Okay. Ah, das hat also geklappt. Und uns ist kalt. Der Wolf ist jetzt abgedüst, dann gehen wir ganz schnell hier rüber. Meine Hände sind eiskalt. Du wärmst dich in der Höhle auf. Ja. Jetzt gehen wir... Oh, da unten ist ja auch ein Wolf. Es gibt nichts, womit ich sie ablenken kann. Joel? Mach nichts, sie sind weg. Okay, dann gehen wir mal schnell hier hinter. Nicht bewegen. Oh mein Gott. Ich kann nicht. Du musst. Kann ich hier irgendwie... Nee, den Stock kann ich auch nicht aufheben. Dann schleichen wir uns mal hier durch die Büsche. Wo ist der Bär? Ich muss hier raus. Jetzt lauf. Ja, ja, ja. Ich bin schon auf dem Weg. Spring. Okay, und jetzt? Ah, jetzt lädt, glaube ich, irgendwas. Kann ich jetzt... Ich kann nicht... Mike, Joel, ich kann nicht hören. Drücke F, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten. Joel? Okay. Also gut, trinke zuerst etwas, dann denk nach. Drücke, um das... Achso, I, um das Inventar zu öffnen. Einigen Gegenständen in deinem Inventar können Schnellzugriff-Slots zugewiesen werden. Ziehe den Gegenstand einfach in den gewählten Slot. Lege den Gegenstand in den gewählten Schnellzugriff-Slot. Um diesen Gegenstand später zu verwenden, drücke einfach die Taste, die dem Slot zugeordnet ist, oder wähle ihn über das Radialmenü aus. Okay. Also, jetzt sind wir das erste Mal in unserem Inventar. Das ist unser Charakter, den können wir anscheinend nicht ändern, oder? Anpassungen? Nee. Und wir haben hier Kleidung. Hier steht eine Haltbarkeit, hier steht Kälteschutz und Nässeschutz und wie feucht sie ist. Das steht hier bei allen dabei. Kälteschutz haben wir gerade 9,0. Ich weiß nicht, wie hoch es geht tatsächlich. Gefühlter Temperaturwert 0 und Rüstung auch 0. Dann haben wir hier so ein Ding für Werkzeuge und einen Slot für Behälter, also für einen Rucksack. Und was haben wir? Wir haben eine Feldflasche. Dein altbewährtes Feldflasche, gut gedeutscht. Du kannst darin eine Vielzahl von Flüssigkeiten transportieren. Okay, und wir haben jetzt hier diese Quick-Slots, die wir ja mit Tab dann quasi öffnen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Taschenlampe können wir doch auch einfach erstmal hier hinziehen.
Was ist hier? Questgegenstände, Werkzeuge, Kleidung, Verbrauchsmaterialien und Brennstoff. Benutzen, fallen lassen, Spaltung. Ja, wir spalten unsere Taschenlampe. Jetzt habe ich sie, glaube ich, gerade wieder irgendwie weggetan. Hier ist sie. Also wieder hier rein. Dann haben wir hier unser Tagebuch. Wie spielen? Beziehungsweise gehen wir mal dorthin. Sie können Quests verfolgen und ihre Verfolgung aufheben, indem Sie auf das Symbol neben Ihrem Namen klicken. Hauptquests. Hol dir deinen Atem zurück. Die ist aktiv. Nebenquests haben wir keine und Herausforderungen auch nicht. Bücher, Stärkungen, Schwächungen, Schwächungseffekte und Stärkungseffekte haben wir auch noch keine drinstehen. Und hier ist wieder wie spielen, Charakteranpassung. Ist auch noch nichts drin und bei den anderen hier auch nicht. Klicken wir nochmal auf Anpassungen, Kernbereich. Der Kern. Anpassungslevel 1. Abschnitt anzeigen. Alles. Freischalten. Geschicklichkeit. Reduziert das Risiko von Verletzungen durch Stürze leicht. Wie können wir das freischalten? Ich glaube, das geht nicht, weil wir hier noch keine Punkte haben. Okay. Naja, gut. Dann gehen wir doch mal wieder raus. Und es heißt, nimm die Fellflasche heraus. Die haben wir ja hier hingelegt. Dann nehmen wir sie. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um aus der Fellflasche zu trinken. Kein Problem, das schaffen wir. Großartig, es ist leer. Das habe ich auch gemerkt. Suche nach Wasser, fülle die Trinkflasche wieder auf. Tipp, während du die Wasserflasche hältst, schaue auf das Wasser und drücke die linke Maustaste. Ah, hier also. Gut, wir schauen auf das Wasser, drücken die linke Maustaste und es passiert nichts. Ich gucke auf das Wasser, oder? Ach so, ich muss direkt hier so machen. Halten, um zu waschen. E, halten, um zu waschen. G, halten, um zu trinken. Und links, um sie aufzufüllen. Wir füllen sie auf. Ö. Mann, du hast mich erschreckt. Entschuldigung, ich glaube, ich bin immer noch im Stealth-Modus. Ich muss erstmal zu Atem kommen. Hi. Was ist mit Mike? Bei diesem Wetter kann man nichts sehen. Wir müssen bis zum Morgen warten. Okay, also, was dann? Wir müssen uns ausruhen und essen. Richtig, Feuer. Ich kann ein Feuer machen. Du hast mir beigebracht, wie es geht. Sehr gut. Mach das irgendwo hier in der Nähe. Und überprüfe meinen Rucksack. Der Rest sollte einfach so herumliegen. Drücken Sie Y, um die Herstellungsregistrierkarte zu öffnen. Das Herstellungsfenster ist in Kategorien untergeteilt, die von links nach rechts sichtbar sind. Und zusätzliche Filter, die von oben nach unten aufgelistet sind. Ändern Sie die Kategorie in Bauwesen. Ah, Selbstherstellung, Konstruktion... ist noch nicht auf Deutsch übersetzt. Kochen und Bankherstellung. Und hier haben wir ganz viele andere Untermenüs noch. Also, okay. N für das Herstellen des Lagerfeuers. Felsen, Ast, Stück Weichholz, Zunder. Das müssen wir also holen. Und hier steht, was wir noch... Hier steht auch, was wir brauchen. Also herstellen können wir es ja noch nicht. Dann... gehen wir mal wieder raus. Und er hat gesagt, wir sollen in seinen Rucksack schauen. Was hat er denn hier? Er hat ja hier alles. Das nehmen wir uns jetzt mal hier rüber. Eine Wurst hat er, die nehmen wir auch. Ein Stück Weichholz. Ast. Und Schlafsack, den klauen wir uns auch. Sorry, Joel. Und dann habe ich jetzt vergessen, Y war es, gell? Ja, genau. Okay, wo finden wir es nochmal? Hier unter Zelt. Uns fehlen Felsen. Die müssten hier herumliegen, hat er gesagt. Halten, um aufzunehmen. Jetzt haben wir zweimal Felsen. Jetzt haben wir sechsmal Felsen. Dann sammeln wir doch hier gleich die noch mit. Und dann sollen wir ein Lagerfeuer machen. Was ist hier? Hier ist nichts. So.
Ich denke, das ist genug. Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Danke für die Info. Rechtsklick herstellen. Ah, okay. Ah, wo stellen wir es hin? Hier drauf. Ja, warum nicht? Interagiere mit dem Lagerfeuer, um das Essen hineinzulegen und es anzuzünden, damit du kochen kannst. Also, dann müssen wir E drücken. Du hast Zugriff auf Nahrung, Brennstoff und Rezepte aus dem Lagerfeuer. Während du dich in der Rubrik Essen befindest, kannst du das Essen deiner Wahl über dem Lagerfeuer platzieren, indem du es mit der rechten Maustaste anklickst. Wenn du das Essen ins Feuer legst, kannst du sehen, wie viel Zeit noch verbleibt, bis es gar ist. Dieses Element zeigt den verbleibenden Brennstoffzustand des Lagerfeuers an. Du kannst ihn erhöhen, indem du Holz oder andere geeignete Gegenstände aus der Kategorie Brennstoffe hinzufügst. Wenn das Lagerfeuer brennt, wird Kohle produziert. Du kannst sie ins Inventar aufnehmen. Wenn genügend Brennstoff im Lagerfeuer vorhanden ist, kannst du es mit einem Klick auf die Anzünden-Taste entfachen. Okay, das war viel Info. Also, wir müssen jetzt den Zunder hinzufügen. Oder nicht? Wie mache ich das Feuer an? Oh no, jetzt habe ich die Wurst wieder weggenommen. Okay. Auf Brennen klicken. Ah, das fühlt sich gut an. Apropos Wurst, ich habe auch von da. Ich bin am Verhungern. Nicht mehr lange. Wir werden eine schöne... Oh. Scheiße, versteck dich. Wow, wo denn? Ich will nicht nach hinten schauen. Ich will nicht nach hinten schauen. Also ich glaube... Kann ich mich hier... Oh Gott! Okay, toll. Ist er jetzt unsere Wurst oder was? So ein Blödmann. Wir können jetzt rauskommen. Ich will aber nicht... Oh Gott, hat der mich erschrocken, ey. Jetzt kommt der auch einfach so angepaced. Siehst du diese Fußabdrücke? Was zum Teufel hat er gegessen, um so groß zu werden? Weitere Bären? Menschen? Bären fressen keine Menschen, richtig? Doch. Wow, guck mal, die sind echt riesig. Haben wir jetzt die Wurst noch im Inventar? Sehe ich die hier irgendwo? Oder muss ich jetzt hier Fleischabfälle essen oder nehmen? Ich nehme sie jetzt mal. Igitt, ekelhaft. Nicht, dass wir etwas Besseres hätten. Ja. Genau, und hier unten links im Eck, dieses Ding, was hier ausschaut wie ein Smiley, da sehen wir unseren Hunger und unseren Durst. Wenn wir jetzt hier reingehen. Wir haben es doch gerade ins Inventar aufgenommen, oder? Ah, aber Inventar war ja I. So, was haben wir denn jetzt hier? Fleischabfälle. Essen. Geh schlafen. Ich werde Wache halten. Dann tauschen wir. So, und jetzt hat sich dieser Apfel da unten ein bisschen aufgefüllt. Morgen werden wir die Gegend erkunden. Keine Sorge, wir werden ihn auch noch finden. Lege den Schlafsack auf den Boden. Der muss doch auch im Inventar sein, oder? Ja, hier. Benutzen. Wo legen wir den denn hin? Kann man den irgendwie drehen mit R oder so? Ja. Ich würde gerne neben am Feuer pennen. Oder irgendwo, wo der Bär mich nicht frisst. Ah, hier kann ich ihn hinlegen. Okay. Alles klar. Und dann E. Quest beendet. Hol dir deinen Atem zurück. Gute Nacht. Nur eine kurze Reise. Es wird alles gut werden. Ich brauche eine Pause. Ich bin bald wieder da, okay? Komm schon, Leute, wacht auf. Scheiße, wir sind spät dran. Da ist der Bus. Danny, lauf. Aufwachen, lauf. Ist der Bär schon wieder da?
Aber okay, ich glaube, wir haben den ersten Schritt dann erledigt. Einige Elemente deiner Ausrüstung und Teile der Umgebung haben eine begrenzte Haltbarkeit. Irgendwann wird deine Axt kaputt gehen und deine Kleidung kann beschädigt werden, wenn du durch Dornenbüsche oder Tunnel mit scharfen Kanten gehst. Aber du wirst auch in der Lage sein, Türen und metallverstärkte Türen aufzubrechen. Dafür ist eine verbesserte Axt erforderlich. Gut zu wissen. Müssen wir uns irgendwie merken. Ah, jetzt geht's weiter. Ich rede jetzt mal nix. Oh Gott, kommt jetzt wieder der Bär? Oh, ich hab gesagt, ich rede nix. Was? Wo bin ich? Where am I? Neue Quest. Falsche Morgendämmerung. Ich kann meine Finger nicht mehr spüren. Joel, ich muss ihn anrufen. Scheiße, ich habe meine Ausrüstung verloren. Also, wie es aussieht, ist es gerade irgendwie ziemlich ätzendes Wetter und unsere Ausrüstung, die hing doch irgendwo hier oben. Zumindest sah das so aus, als wir gerade runtergefallen sind, als wäre da ein Rucksack. Aber, meine Lieben, ich würde den Part dann auch an dieser Stelle beenden, damit wir beim nächsten Part spannend weitermachen können. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie das mit dem Speichern ist. Dafür drücke ich natürlich auf Escape, ist ja klar. Und wir haben jetzt hier die Option Laden und hier sehen wir die Spielstände. Ich denke mal, er speichert quasi automatisch bei jedem Kontrollpunkt. Das heißt prinzipiell, wenn ich jetzt auf Beenden klicke, müssten wir dann im nächsten Part auch hier wieder rauskommen. Ja, das war also Teil 1 unseres neuen Let's Plays von Winter Survival. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall spannend und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Es scheint ein cooles Game zu sein, aber mein Resümee zu dem ganzen Spiel werden wir wahrscheinlich im Verlauf der nächsten Parts sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Part. Bye!